Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich wieder eine Geschichte für euch mitgebracht. Für euch Yogis, Klangtherapeuten oder Meditationslehrer. Die Geschichte handelt von Bali. Bali Maharaj, das war eine Person, die einst ein König war hier auf dieser Erde. Und dieser König war sehr einflussreich geworden. Er war sehr reich, er hatte, ja, hatte sehr viel Einfluss erlangt und er bekam immer mehr Besitz. Und je mehr Besitz er hatte, je mehr war er natürlich auch mit seinem Besitz identifiziert. Und sein Problem, was er hatte, war, dass er sich nicht immer in der inneren Fülle fühlte, sondern sehr stark in der äußeren Fülle. Bali Maharaj saß dann eines Tages zusammen mit seinem Berater und sie sprachen miteinander darüber, wie sie ihren Reichtum noch vergrößern können. Aber das Göttliche hatte parallel auch einen Plan. Weil es sah in Bali Maharajs Herz auch etwas sehr, sehr Gütiges. So, während sie so da saßen und sprachen, kam von weit her ein kleiner, wunderschöner Junge mit einem Regenschirm angegangen. Und beide schauten schon in diese Richtung, fühlten sich so angezogen von dieser Person, die da so wunderbar anmutig beiden entgegenkam. Der Berater von Bali Maharaj sagte schon: Gib acht, irgendwas ist hier nicht ganz sauber, meinte er. Und Bali Maharaj war doch sehr interessiert zu sehen, wer da kam. Da ist dieser kleine Junge dann nahe vor ihnen stand, sagte Bali zu ihm: Mein lieber, kleiner, schöner Junge, wer bist du? Und was kann ich für dich tun? Du bist so schön, du strahlst so liebevoll und inbrünstig zu mir. Ich möchte dir gerne einen Wunsch erfüllen. Aber sein Berater sagte: Seid vorsichtig, bitte, bitte, nicht einfach Wünsche erfüllen anderen. So, wir wollen unseren Support, unseren Reichtum vergrößern. Aber Bali war so angetan von dem kleinen Jungen, der so wunderbar und angenehm aussah und so strahlte voller Freude. Seine Schönheit rührte sein Herz. Sein unschuldiges Schauen aus seinen Augen öffnete sogleich auch sein wohltätiges Herz. Okay, Mali sagte, ich möchte dir einfach einen Wunsch erfüllen. Ja, sagte der kleine Junge, weißt du, eigentlich hätte ich gerne nur so viel, wie ich mit drei Schritten vereinnahmen kann. Ha, lachte Bali. Ja, natürlich, das ist doch gar kein Problem. Ich verspreche dir, das, was du mit drei Schritten vereinnahmen kannst, das sei dein. Als erstes wuchs dieser kleine Junge riesig heran. Und Bali staunte. Sein Berater hielt sich den Kopf und sagte: Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was ist das? Und mit dem ersten Schritt vereinnahmte dieser kleine, dann riesig gewordene Junge sein ganzes Dasein. Sein ganzes Reich war mit einem Schritt von diesem jetzt riesig gewordenen Wesen eingenommen. Aber auf einer anderen Art und Weise fühlte Bali auch Leichtigkeit. Ja, dauerhaft haben wir von unseren Herzen hier
versucht mehr und mehr, jetzt bin ich alles los. Irgendwie wurde ihm auch leicht ums Herz. Dann setzte der kleine, riesig gewordene Junge zu einem nächsten Schritt an und in der Vision sah Bali Maharaj, wie er das gesamte Universum vereinnahmte. Sein Berater starb fast. Er dachte, nichts gehört uns mehr. Ich bin meine Arbeit los. Ich habe keine Existenzberechtigung mehr. Aber Bali, er war aus irgendeinem Grunde gutherzig berührt. Dann sagte der kleine Junge, schrumpfte wieder vor ihm in seine kleine Form, sagte zu ihm, mein lieber Bali, mit 2 Schritten habe ich eigentlich alles berührt, was ich berühren konnte. Ich weiß nicht, wo ich meinen 3. Schritt hin tun kann. Aber Bali schaute in seine Augen, sein Herz öffnete sich. Und Bali sagte, bitte, setz diesen 3. Schritt auf meinen Kopf, auf mein Haupt. Da neigte er sein Haupt nieder und der kleine Junge Vamanadeva setzte seinen Fuß auf seinen Kopf. Jetzt kann ich mich voll übergeben, sagte Bali. Jetzt bin ich wieder in mir angekommen. Jetzt weiß ich wieder, wem alles gehört. Jetzt hat mein Herz sich geöffnet und wieder verstanden, was meine wahre Lebensaufgabe ist. Bali Maharaj war wieder innerlich frei und wurde wieder zu einer ewig dehnenden Liebesseele. Und dieses metaphysische Bild, dass das Göttliche seinen sanften, süßen Fuß auf mein Haupt setzt während der Meditation, ist immer noch eine metaphysische Hilfe für uns, in der Meditation, im göttlichen Schutz in die Tiefe zu gehen und diesen göttlichen Strahl durch dein Haupt bis in dein Herz zu lassen. Das ist Bhakti, völlige Hingabe an deine höhere innere Führung, die in der Ordnung der Liebe alles in deinem Leben zu führen vermag. Mit diesem Bild wünsche ich dir alles Gute und ganz viel Inspiration auf deinem inneren Weg. Danke.